Willkommen zurück zu Cyberpunk. Wir sind gerade gelevelt und immer noch im heimischen Parkhaus. Und das, ja, wir haben bis jetzt irgendwie mal mehr oder weniger gerettet. Ich weiß noch nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, warum wir dafür eigentlich bezahlt wurden. Kann ich mit diesen Automaten hier eigentlich irgendwas machen? Ja, nicht wirklich, außer uns immerhin überraschend hochauflösende Texturen angucken. Aber wir sind gelevelt, das heißt, ich kann mir jetzt hier irgendwelche Vorteilspunkte angucken. Habe ich Z gedrückt? Oder geht das nur in dem Moment, wo das so ist? Kann ich hier irgendwas, kann ich den Automaten hacken? Für Geld? Oh ja, kann ich. Ah, nur Ablenkungsmanöver, ich kann also nichts Tolles damit machen. Na gut, wir könnten jetzt in sein Apartment fahren, möchte ich aber noch nicht machen. Stattdessen, welche Taste denn? Das ist dann das verdammte normale Menü. Ich kann auch jemanden anrufen. Kann ich meinen Live-Coach anrufen? Das will ich jetzt mal probieren. Geht der ran? Der hat ein schönes Bild, oder? Mein Live-Coach geht nicht ran. Ich bin schwer enttäuscht. Na gut, welche Taste kriegt das I? So, Charakter. So, wir haben einen Vorteilspunkt, weil wir gelevelt sind. Das heißt, ich könnte jetzt meinen Coolness-Wert weitermachen. Ist das Itemherstellung, technische Fähigkeiten, Techi, Level 1. Kann ich Techi direkt leveln? Achso, nee, das ist okay, gut. Komme ich hier wieder zurück? Ah, das wird wieder ewig dauern, bis ich das mit. Also, ich habe jetzt nochmal das Menü komplett zu machen. Dings. Also, ich glaube, ich würde immer sagen, ich level nochmal Techi oder nochmal Intelligenz, Breach-Protokoll, Quick Hacks. Ach komm, wir lernen technische Fähigkeiten. Zack, Level 6. Hier ist deine Panzerung um 5%. Das ist, Panzerung um 5% klingt schon mal ganz gut. So, warte mal, Intelligenz. Was können wir hier machen? Schalte den Dämon großer Schlaf, wenn du alle Kameras im Netzwerk ausschalten kannst. Schalte in der Massenverwundbarkeit. Fast die Bridge-Store, das Bridge-Protokoll. Ich habe das Data, meine ich. Das ist ein Zugang mehr. Oh, das. Oh ja, das Geld klingt das noch gut. Das machen wir auf jeden Fall hier. Geld an Zugangspunkten. Wie auch immer die aussehen. Ach, verdammt, hier doch Quicksack-X war passiv. Handbuch, halt schon mal was ja schon ungewöhnliche Quick-Kicks sein. Bei den Regen auf den Speicher zu entstellen im Kampf. Vergiss meinen nicht. Das ist Ziel, das war ein Krieger, das steht sofort ein. Aha. Schaden. Ja, das ist wahrscheinlich ganz wichtig, das passive Abwehrzeug. Achso, die Breach-Protokolle ist das, was ich normalerweise brauche. Quick-Kicks sind die Dinger im Kampf. Okay. Der Skill-Bomb ist. Wo komme ich denn hier? Mit Escape? Ah, Escape. So, Reflex, was kann man hier leveln? Also die Zeit zum Ziel mit Gewehrmatch. Das ist natürlich. Sollte ich vielleicht doch mal auch wieder mal leveln. Also, ich kann aber die Punkte hier drin verteilen. Adler, den Schaden mit Gewehren, verringert die Zeit mit Gewehren und Maschinenpistolen. Handfeuer, die kritische Trefferchance, verringert die Nachlässe. Nee. Da heißt, da ist Kinderzeit. Ich hätte ja gern. Okay, Korbe. Aber ich kann das Zeug hier leveln, unabhängig. Naja, gut, Klingen will ich nicht machen. Ich kann das Zeug hier, die Dinger da drinnen, leveln, unabhängig davon, wie ich Reflexe habe. Achso, das macht das. Das ist irgendwie komisch, dass die Dinger unterkönnen. Athletik, Vernichtung. Regen der Seeklamm, das habe ich schon gesehen. Straßenschläger, den Schaden von Angriffsmodus, den Schaden von schweren Stumpfenwaffen. Okay, Intelligenz haben wir hier noch. Achso, warte mal, Quick Hacks und technische Fähigkeiten. Achso, Itemherstellung. Möchte das Herstellen seltener Items. Scheiße, mehr Komponenten. Ich glaube, die Dinger sollte ich auch als erstes mitleveln. Das scheint mir ganz klug zu sein. Techi, was haben wir hier noch? Explosionsschaden. Du kannst von Drohnen und Mechs sichtbar schauen. Vielleicht Immunität gegen alle Effekte deiner Granaten. Ah, ne. Aber das andere Zeug Coolness, kann man hier noch leveln. Den Schaden mit Schalter von 25, während du schleichst. Oh, das ist natürlich nice. Hidden Dragon. Oh, das erinnert mich ein bisschen an Dishonored. Bewegungstempo schneller. Tomahawk. Kampfmaschine. Resistenzen. Waffenrückstoß, okay. Ich müsste mir eigentlich noch die anderen Sachen alle durchlesen, um zu gucken, wo ich hin möchte. Das mache ich aber, glaube ich, wenn dann offline. So, und dann kann ich davon ein Item herstellen. Kann ich irgendwas Sinnvolles herstellen? Ich kann die Nova herstellen, aber brauche ich noch welche Batterien, könnte ich bestimmt noch machen. Was habe ich gerade für eine Waffe? Das ist also unfassbar verwendet. Ich habe gerade eine Unity, die macht 57,4 Schaden und ich könnte in der Itemherstellung, könnte ich das Ding herstellen und das würde halt 2 Schaden mehr machen. Ist jetzt nicht so doll. Das Ding ist ein Power Revolver, Power Pistole. Achso, warte mal. SPS, Schaden pro Sekunde. Also eigentlich will ich Waffen haben, die 2 Angriffe pro Sekunde. Ach ja, das ist dann wahrscheinlich der D&D-Dings. Wenn möchte ich eigentlich Revolver haben, die haben zwar wahrscheinlich weniger DPS, aber ich schieße eh nicht so schnell, wie das Ding schießen kann. Was ist denn das hier? Achso, das sind die Heildinger. Ja gut, ich will wahrscheinlich erstmal gar nichts herstellen. Upgrades. Achso, ich kann hier wie in. Nee, wenn will ich wahrscheinlich einen Revolver haben. Ich habe, glaube ich, gerade einen Revolver verballert, ne? Ja gut, meine Klamotten sehen wahrscheinlich gerade unfassbar langweilig aus. Achso, warte mal, ich könnte hier mal kurz gucken. Charakter. Also, ich werde hier die nächste halbe Stunde verbringen. Ich stehe hier auf diesen, ich stehe hier in diesem Parkhaus. Multitech Paraline. Normalspeicher. Achso, das ist mein Cyberdeck. Und ich habe halt einfach nichts drin, ne?
Okularsystem, na gut, die kriege ich einen Namen der Hauptquest, das weiß ich, Charakter. Was denn, wie komme ich denn von, achso, da oben ist das Inventar. So, Wieshose. Weil ich kann die jetzt, kann ich die auch ausziehen, oder? Ablegen? Ah ja, okay, dann bin ich einfach wirklich komplett nackt. Anscheinend trage ich keine Unterwäsche. Okay. Nee, oder Hosen habe ich ja keine anderen. Ich habe andere Schuhe mit mehr Panzerung. Wow. Wies Lieblings... Wies Lieblingstop. Zündfaser Tanktop MK Anti-Schemmschicht. Wie sieht denn das aus? Ach, schön, dass es kurz nackt ist beim Wechseln der Klamotten. Na gut. Rucksack? Achso, das ist mein sonstiges Zeug hier. Na gut, das ist... Was ist das hier noch? Sprengstoffanalyse, Cyberwehrmotor. Den könnte ich jetzt... Ein Upgrade für den Karoshi-Optik-Implantat. Ja, das Karoshi-Optik-Implantat habe ich dann wahrscheinlich noch nicht, ne? Ich halte es irgendwie für höchst wichtig, dass man hier so Cyberware hat, dass man die am besten selber gehackt hat oder die irgendwie vertrauenswürdig nicht vom, genau vom... So, kann ich die Dinger hier irgendwie... Ich kann die nicht in dem Sinne hacken. Das, da oben sind meine Cyber-Deck-Plätze. Ich kann so viele Hacks gleichzeitig machen. Das habe ich mir vorher noch nicht verstanden, den Kampf. Da ist das noch irgendwie falsch interpretiert. Na gut, da fahren wir jetzt erstmal unsere Bude. Gucken uns den Rest an. Warum läuft diese laut Musik? Ah ja, Explosion of Taste, deswegen, Apartment Garage. Das ist ja viel Auswahl hier. Ach, das sind hier die, das, Star Citizen hat so eine Menüste, die irritieren mich immer. Was ist denn T-Bug noch? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Ein Job von T-Bug. Die Aufgabe, die T-Bug gegeben ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung deiner Netrunner-Fähigkeiten. Schließ sie unbedingt ab, sobald du die Klinge dazu hast. Unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne... Wollen die was von mir? Ach, ist das Leben nicht schön. Total. Aha. Wer sind die hier? Das Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Das ist es nicht. Der Hausmeister kriegt was zu hören. Oh ja. Es ist nur... Später, okay? Kann ich das Tor hier irgendwie aufhacken? Tür. Geh nach Hause. Ich würde euch nur helfen, diese komische Tür zu öffnen. Es tut mir ja leid. Kann ich bei meinen Nachbarn einbrechen? Nee, auch nicht. Ach, ist das enttäuschend. Ja, das erinnert mich immer mehr an Deus Ex. Wer ist er? Keine Zugehörigkeit. Misha Sankaran. Oh, ist aber nicht schönes. Ola? Ja, grüß dich, aber eigentlich würde ich diesen Text hier auf dem Boden lesen, oder? Es ist anscheinend nicht drin. Ah, Konsolensteuerung. Schrecklich. Mein Apartment ist überraschend aufgeräumt, ne? Ach, guck mal, ich habe auch noch... Wo sind das die ganzen Sachen, die ich Vorbestellerzeug gekriegt habe? Das Ding ist ja auch interessant hier. Also, die Wohnung sieht hier... Wesentlich besser aus. Real Water. Neue Braindance-Veröffentlichung. Was geht, BD-Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Wash? Dann werft einen Blick auf das Neueste, was der Braindance-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Körper ist alles. Es gibt nichts anderes. Es ist du, aber es ist auch das Werkzeug in deinem Kopf, mit dessen Hilfe du mit der Welt interagierst. Aber was passiert, wenn dieses Werkzeug dein eigenes Leben führen will? Was, wenn es versucht, dich zu töten? Zwar wird das Thriller-Genre mit diesem Werk nicht besonders Innovatives hinzufügt, dennoch ist dieser Braindance mit Luke Poller in der Hauptrolle ein solider Emo-Ritt. Die Angst von selbstdenkenden Implantaten stammt aus Zeiten, da Piraten noch auf Holzbein durch die Gegend liefen. Okay, vielleicht war das übertrieben. Deshalb existiert das Klischee sowohl in Filmen als auch Braindance. Urbanen Legenden. Dennoch weiß Fremdkörper einige der besten Elemente des Genres anzuwenden und gerade genügend neue Inhalte einzustreuen, um das Ganze interessant zu machen. Schließlich sieht man die Welt nicht jeden Tag aus der Perspektive eines empfindungsfähigen Arms. Maxwell Rehab. In dieser Braindance-Session sind Horrorstreifen überall, doch dieses Werk hebt sich von der Konkurrenz ab. Der stets phänomenale Maxwell Ramirez ließ sich an den Rand eines Cyberpsychose treiben, damit wir seine Rückkehr zur Normalität erleben können. Der Titel suggeriert einen gewissen Optimismus, aber lasst euch davon nicht beirren. Ihr durchlebt Maxwells Absturz in die Psychose, das gebrochene Herz seiner Frau und die schrittweise Rückkehr in einer Welt, die sich nur wenig von der unterscheidet, die er verließ. Dieser Braindance ist das Event der Saison, aber Vorsicht, nichts für schwache Nerven. Badland Waits. Endlich ein Braindance für Leute, die auf leichte Kost stehen. Badlands Waits ist das Remake des Klassikers aus dem Jahre 2023, der für die damalige Zeit bahnbrechend war. Für diejenigen, denen der Titel nichts sagt, die Geschichte dreht sich um einen durchschnittlich langweiligen Typen, der versehentlich einen Nomadenüberfall auf einen Zeta-Tech-Konvoi stört. Mehr verrate ich nicht, denn obwohl der Streifen 57 Jahre alt ist, kennen die meisten Leute von heute das Ende nicht. Was ich auch aber sagen kann, ist, dass die Macher des Remakes der Story ein paar moderne Elemente hinzugefügt haben, die sowohl den Fans der Klassiker als auch die Neulinge befallen werden. Gefallen. Nochmal so eine Winkie-Katze. On a wall.
NC Live. Ich kann mich auf meine eigene Couch setzen. Was bringt? Oder schlafe ich jetzt hier ein? Fernsehen? Oh ja, Fernsehen. Ach, das habe ich im Fahrstuhl schon gesehen, Antonio. Ist das ein Priester? Ich habe mir die Hälfte des Dings wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ach so, das ist das. Okay, verstehe, was die Diskussion ist. Das, die einen sind halt, das ist halt der klassische Priester. Achso, ich könnte mich hier einfach in mein Bett legen. Warte mal, ich könnte auch da hinten auch noch was machen, oder? Ach so. Ach ja, ich habe ja noch so eine kleine Waffenkammer, wo mir die Hälfte leer ist. Ich kann auch duschen. Cool. Warum machen Leute das immer so, gegen die Wand so zu treten, um sich zu duschen? Ja, ich bin nass. Wirf einen Blick in dein Waffenlager, optional. Ja, warte mal, ich habe doch hier gerade hier irgendwie eine... Ah ne, ich habe... Kann ich das eigentlich hier irgendwie das wechseln? Warte mal, Standard? Achso, das ist die Sortierung. Wie viel Inventar? Ja gut, ich habe auch nicht Inventarplatz. An sich muss ich wahrscheinlich hier nicht ändern, das Inventar wie so ein... Eichhörnchen auf Crack durchgucken, um sicherzustellen, dass ich nichts verpasst habe. Ah, ich habe doch gerade ein Cappy gefunden. Will ich das wirklich aufsetzen? Kann ich das aufsetzen und das nicht anzeigen? Weil ich mag meine Frisur eigentlich. Ne, leider nicht. Mist. Gesicht? Na gut, ich sehe mich wahrscheinlich selber eh nicht so oft. Oh, warte, ich habe noch eine Überjacke, oder? Camouflagejacke? Second Conflict Bikerjacke. Cool, ich habe eine Bikerjacke. Militärfliegerjacke? Die haben alle genau gleich für. Dann behalte ich die Bikerjacke. Die sieht ganz cool aus. Bisschen irritiert, dass er jedes Mal so komisch lädt. Was habe ich jetzt noch hier noch? Baumwoll-Longsleeve. Verrückende Wahl für den, der seinen Geschmack und Kreativität fehlt. Das sieht wirklich sehr langweilig aus. Sportliches Tanktop mit verstärkten Nähten. Ich weiß nicht. Oder ich habe noch bessere Stiefel gefunden. 5,9 Panzer. Ja, das ist Plateaustiefel mit Titanschicht. Sie müssen nicht alle gut zum Outfit passen. Oh, sind ganz schön klobig aus, die Dinger. Wieshose? Okay, jetzt weiß ich, was die Leute mit Clown meinen. Jetzt ist. Okay, es sieht echt scheiße aus. Wir bleiben bei der langen Hose. Das geht ja gar nicht hier. Aber oh, das ist Spezial. Gibt's da? Ach, Kleidungsset. Wahrscheinlich für besondere Missionen kannst du einen Anzug oder so anziehen. Achso, das ist so ein Spiel, den ich mich angucken kann. Wie gesagt, es geht nicht aus Performance-Gründen. Wie sehe ich ganz schön scheiße aus? Das ist. Lächeln? Oh ja, ist bestimmt eine super Idee. Ist das ein Lächeln? Ah, der Schatten im Gesicht, das mürrisch gucken. Ja, ich glaube, mit diesen zweifarbigen Lippen habe ich mir da keinen Gefallen getan, was das geht. Oh, kann ich aber, warte mal, nicht mehr in den Spiegel schauen. Ha. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie einen Schritt gehört, aber das war anscheinend mein eigener. Das soll ich hier im Waffenlager sehen. Achso, ich kann hier jetzt das Zeug ändern. Achso, das sind jetzt die Gegenstände, die ich so gekriegt habe. Wies Bürohose. Wies Büropumps. Achso, die Wolfsschulenjacke. Bürobläser. Galaxy Shirt. Also, das sind die Sachen, die ich gekriegt habe. Jetzt ist die Frage, ob ich irgendwie das Design von den Dingern übernehmen kann. Weil also das sind die Sachen, die ich fürs Vorstellen gekriegt habe. Jetzt habe ich zum Beispiel hier die Wolfsjacke aus. Na Quatsch, das ist gar nicht. Hier. Die Geralt-Wolfsjacke aus Witcher, weil ich Witcher gespielt habe. Foodlos, was? Kleidungsmatte wird ausreichend am Dings? Ja, leider sieht man sich ja in Zwischensequenzen nicht im Außen, an der Außenansicht. Aber das heißt aber, ich kann jetzt hier die ganzen Wies-Klamotten, die halt irgendwie zu ihr gehören, wegpacken, oder? Wie zum Beispiel. Kann ich die nach. Irgendwas Sinnvolles sortieren? Weil ich habe ja gerade das verstärkte Tank. Das heißt, ich kann jetzt einfach Wies-Lieblingstop packe ich jetzt hier weg. Aber die Wies-Hose sollte ich vielleicht nicht wegpacken. Habe ich irgendwo noch Wies-Sneaker? Genau, die packe ich auch noch weg, weil das sind ja unsere ersten Gegenstände. Das kann ich ja unmöglich machen, dass ich die... Aber die Backjacke wird wahrscheinlich ruckzuck obsolet sein. Ich packe die jetzt einfach mal in den Schrank. Alte Camouflage-Schulterriemen. Könnte tatsächlich aus einem Krieg stammen. Wie auch immer Camouflage-Schulterriemen funktionieren. Biogranate? Ach ja, die stimmt, die habe ich ja da geklaut. Also das Waffenlager sieht wie... Bei anderen Leuten wäre das hier eine Abstellkammer, ne? Na, wo technisch sind, ist es auch eine Abstellkammer. Liegen hier noch irgendwelche Dokumente rum? Nö, na gut, dann gehen wir pennen. Dann war das unsere erste Nacht. Das Bett ist sogar relativ groß. Also, wie es Bude ist,
halbwegs gut eingerichtet, ne? So im Großen und Ganzen. Mal sehen, was mich der nächsten Tag erwartet. So schlafen Leute. Erster Akt. Normal. Reaktionszeit. Ach schön, dass wir gleich einen Check-up am Morgen kriegen. Das ist hier mal Reaktionszeit aktiv. Ach schön. Natürlich, Jackie. Oh, wie? Keinen Schönheitsschlaf gekriegt? Egal. Steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Der Ripper-Doc. Achso, warte mal. Der Benutzer ist Gast 01. Ich sag mal, das ist nicht, ich spreche. Ich telefoniere doch gerade gar nicht mehr. Nett. Reise für durch Night City, ist ja schön. Samurai-Web. Hier mir kann man mich shipping. Der größte Band aller Zeiten im Stand 21. Jahrhundert. New York City, die Mitglieder. Johnny Silvan, Meister des Punks, Kämpfer des Establishment, Ex-Soldaten, Erzfan aller Konzerne, Gesang, Gitarre. Carrie Udine, Johnnys Kumpel, der fast genauso gut singen konnte, aber das gewisse Extra fehlte. Nach dem Bettauflösung hatte sich den Mainstream verkauft. Gesang, Gitarre. Danny, Mordsfrau, die ihr Schlagzeuger barmungslos prügelt, wie ein untreuer Freund. Drums. Nancy, heute bekannt als Bess Isis. Tastenvirtuose. Angeblich warf sie gegen gewalttätigen Ehemanns erst aus dem Fenster eines Metergebäudes abhaben. Es ist zu schade, dass sich an N54 News verkauft hat. Keyboard. Henry, Tausendasser, hat im ersten Directing-Prototypen mitgearbeitet. Samurai wird noch relevant, habe ich gehört. Ich wollte jetzt nicht komplett rausgehen, ich wollte eigentlich nur auf diese einen News rausgehen. Was gibt's denn in der News so? Das beste Miltech-Implantaten gefunden, ist ja ärgerlich. Max-Tech voll in Fahrt, das ist Highway-Wertung abgelenkt, der Musikerei für den Müll, Massaker in Japantown. Oh, ja, Lazarus-Agenten, ist auch mal Lazarus. Hey, wir haben drei neue Nachrichten. Warnung, sie wurden Angriff, Morbe entdeckt. Penis-Nano-Gel, Betrugswarnung. Achso, das ist wahrscheinlich das hier, oder? Und Medikamentenlotterie, Achtung, das ist okay, ich kriege also nur Spam, geil. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als nur Spam zu kriegen. Na gut, könnte ich nochmal duschen? Na klar, ich dusche nochmal. Man weiß ja nie. Ich habe gerade überlegt, ob ich während der Dusche an mir runtergucken kann, aber nein, kann ich nicht. Das sieht echt cool aus mit dieser Spiegelung, dass sie sich so rumworbt, weil die Tür anscheinend nicht ganz platt ist, sondern irgendwie... Das Verlangen ist echt groß, einfach irgendwie noch eine halbe Stunde in diesem Apartment stehen zu bleiben, sich einfach nur die News anzuhören. Hey, die Tür ist wieder offen. Ist das nicht cool? Oh, wer ruft mich denn da? Regina? Wer ist hey, das denn? Hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Ach, das ist die Bulle, die macht das mit den Cyber-Dingsbums. Tiger Claws, Gauner, ja. Du steckst tief in der Scheiße! Hörst du? Bis zum Hals! Kann ich da hier? Brava Hund! Hat es jetzt irgendjemand geholfen? So richtig danken tut sie mir aber auch nicht, oder? Was für ein schrecklicher Ort! Danke! Ja, bitte. Lizzy Wizzy, End the Metawaves. Er soll sich, glaube ich, davon machen, würde ich sagen. Wo kann ich hier rein? Nee. Da kennt man offene Türen nicht so leicht. Ob ich den Typen nicht lieber hätte umbringen sollen? Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Naja, wir werden mal sehen. Vielleicht geht die, wenn man nächstes Mal in einem Apartment bin, wenn ich mal nachgucken soll. Ich habe gerade eine neue Nachricht gekriegt. Kann ich irgendwie auf mein Handy auch SMS lesen? Kann ich T-Bug anrufen? Weil das ist ja auch ein witziges Zeichen. Geht T-Bug ran? Also das Anrufen bringt nicht viel, wenn nie jemand rangeht, wenn ich selber die Leute anrufen will, ne? Okay, wie komme ich denn jetzt an meine Nachrichten an? Ich habe doch hier gerade... Nachrichten, genau. Ich habe da hier von... Hey, Viren, ich habe gehört, dass du in Watson arbeitslos bin und zufällig vergebe ich hier die meisten Aufträge. Wenn du dein Talent nicht vergeuden willst, schau dir mal meine Jobs an, die ich dir geschickt habe. Wenn du eine gute Arbeit machst, habe ich bestimmt noch mehr für dich. Ich melde mich wieder. Sind die auf meinem Rechner? Moment, wo ist denn mein Apartment? War das hier? Die NPC-Reaktion ist tatsächlich ein bisschen... Was ist denn jetzt hier mein Apartment? Wo kann ich denn nicht mehr rein, weil es... Ne, wo war denn mein Apartment? Das läuft schon super in meiner Team, Kinder. Ich glaube, mein Apartment war gegenüber von der dummen Tür nach draußen, ne? Das müsste da vorne sein. Oder? Das ist eigentlich voll die Premium-Position.
Obwohl, eins weiter wäre wahrscheinlich gar nicht so... Wo ist denn hier eigentlich noch das Radio an? Nein, erst. Kann ich die Radiosender durchschalten? Night FM. So Dirt. Pepkek. Na, von mir ist das, nehmen wir jetzt. So, habe ich jetzt hier neue Mails? Hey, die hat die mir nicht als Mail geschickt. Na, so sind die halt aber auch. Wir benutzen jetzt halt noch Computer. Wide open. Ah ja. Oh, das ist ja ein Bankautomat. Kann ich den hacken? Naja. Ah, ach, hier kann ich irgendwelchen Unsinn verkaufen, den ich so finde, ne? Also, dann könnte ich hier wahrscheinlich die ganzen Dreckshüte. Militärfliegerjacke mit Schutzbekleidung, die kann auch weg. Die Baumwollfliege, das hab ich. Ich verkaufe eigentlich quasi gerade meinen Kleiderschrank, ne? Mehr oder weniger. Wahrscheinlich macht es auch geldtechnisch nicht gerade viel Sinn. Das kann ich nicht über der Junk verkaufen. Ja, für 42. Okay, das ist der ganze Kleinkram, den ich aufsuche. Okay, gut, dann haben wir jetzt verkaufen gelernt. Soweit, so gut, okay. Schön, schön, schön. Oh, was ist denn hier los? CPD, aufmachen! Das ist ihre hier, Uniform? Um Ihnen zu helfen. Mit den Schuhen? Wir wissen, dass Sie da drin sind. Psi-Patrouille, Kampfstim. Kampfstim, kann ich mit dir irgendwie reden? Hm. 0715. Kinas. Justo Melendez. Ich finde das sehr besorgniserregend, wie ich die Namen von allen Leuten rauskriege. Hab fast mein Essen wieder ausgekotzt. Chomba. Ich meine, diese Pilze? Das mit den Champignons verstehe ich noch. Aber die Pilze, die sie in Teer tunken? Absolut. Und du kannst die noch nicht mal mit Alk runterspülen, weil das giftig wäre. Pilze in Teer? Keine Ahnung, was die Osteuropäer da machen. Ich esse lieber Zeug, das man noch essen kann. Wie den saftigen In-Vitro. Ich bin übrigens mal sehr gespannt, wie weit wir in diesem Apartment kommen. Sicher, anders nicht so weit. Das soll relativ enttäuschend sein. Erzähl dich so ein bisschen was von dir, Zuckerstück. Ja, nee, danke. Aber hey, wir klauen immer jede Menge Zeug. Ich weiß, dass es schon wieder einen Auftrag gibt, wo ich 10.000 Credits brauche, um den Typen zu bezahlen. Um mich nicht ruhig zu ballern. Ja, kann ich hier einfach rüberspringen über die Dinger? Geht das? Ach nee, das ist hier, hier gibt es gar nichts. Oder gibt es hier noch was? Ha, na gut. Also, ich bin sehr gut darin, nicht meine Quests zu machen, wie es aussieht, ne? Kann ich da irgendwie rüberkommen? Also, es suggeriert jetzt erstmal so, als wäre das hier voll der riesengroße Ort, wo ich überall lang laufen kann, ne? Der ist ja fett. Winnie Buckley. Oh, trotzdem fett. Ich frage mich, ob sie die Stimmen... Die Stimmen haben sie wahrscheinlich mit Absicht nicht übersetzt, oder? Manche von denen, die hier rumlabern. Kommt mir zumindest so vor. Karten, yay. Also, ey, ja, ich glaube, er ist am Ende, ne? Was machst denn du? So, ist das hier? Das sind auch... Also, mit den Automaten kann ich... Oh, mit dem Moment nichts machen. Oh, die sieht auch sehr fertig aus. Cynthia Remnerwein. Hat die so einen Roboarm? Ich frage mich, ob die Leute sich die Roboarme teilweise auch komplett ohne Not eingebaut haben. Das Problem an so einem Roboterarm ist ja auch, die musst du dann ja auch irgendwie erhalten, ne? Warum haben die ja nicht alle so ein Licht um Hals? Naja. Schallplatten. Was? Nur seid ihr mal, ich habe irgendein verstärktes irgendwas Cyberbo gefunden, oder? Muss hier, es ist relativ warm hier, wir sind in Kalifornien, ne? Ja, coming away, Night City, ganz recht. Hä. Aber ein bisschen schade, dass ich die Automaten eigentlich nicht benutzen kann, um welchen Busche zu kaufen. Ach doch, warte mal. Ich kann die Automaten benutzen, ich bin bloß dämlich. Ach, dieses Mini-Dings hier, das irritiert mich mal. Was kann ich hier machen? Burrito. Taco. Ach, guck mal, hier kann ich aber nicht rein in die Apartments, weil zum Beispiel hier auch angeblich die Tür kaputt ist wahrscheinlich, ne? Das ist eigentlich ein bisschen doof. So, und jetzt sind wir aber in die Etage tiefer. Jetzt sind wir im sechsten Stock. Die sind nicht ganz so kaputt aus. Und auch die hängen einfach so rum, haben die Platten hoch. Kann ich die aber treten? Komm schon, du Scheißteil! Oh, kann ich das hacken? Ich hack das einfach mal. Warte mal, ich krieg XP dafür. Ich krieg XP dafür, wenn ich beliebige Automaten Ablenkungsmanöver mache. Ist das illegal? Also ich kann das aber nicht looten. Achso, da kommt noch Müll. Achso, das kommt direkt die kaputten Dinger raus. Wie schnell regenerieren sich die Speicher? Also, dass es halt XP bringt, um welchen Bullshit hier zu machen mit den Dingern. Das vielleicht mich. Und du nicht.
Achso, die ist virtuelle Prozessor. Na gut, das ist genehm. So, bringt mir das jedes Mal XP, wenn ich hier so einen scheiß Automaten hacke? Oh nein. Na gut, ich hacke jetzt nicht jeden einzelnen Getränkeautomaten dieser Welt. Sowas verkaufen wir hier nicht. Aber er hat es hier gekauft. Hat er sicher verwechselt. Aha. Wer bist du? Niemand. Das sieht aber ganz schön kaputt aus. Ich hätte gern gewusst, worum es da geht, um das, was er hier verkauft hat. Hm. Was passiert mit dem Burrito? Es bringt mir halt jedes Mal Erfahrungspunkte, irgendwelche Getränkeautomaten zu hacken. Das ist halt irgendwie doof, ne? Was haben wir hier Schönes? Die besten Arbeitgeber in Dings hier in Night City. Auch dieses Jahr veröffentlichen wir unsere Liste der 5 größten und besten Konzernarbeitgeber in Night City. Wer bietet bezahlten Urlaub an? Wer gibt Angestellten eine Traumateamversicherung? Wer gibt Mitarbeitern Vergünstigungen für die Kinderbetreuung sowie die Anstellung für Firmenleibwächter? Schaut euch das Ranking an. Arasaka, Militech, Biotechnica, Bronzemedaille, Kingtown, Night Corp. Ja, haben wir gesehen, wie gut das bei Arasaka ist. Ich weiß übrigens nicht, wie viel Sinn es hat, so mit Cyberarmen sowieso Training zu machen. Aber wahrscheinlich, zumindest ich, sie hier, trainiert zumindest wahrscheinlich noch irgendwie Bauchmuskel, würde ich mal sagen, wenn sie zumindest nur Cyberarm hat. Was hat der hier Schönes? Coach Fred, das habe ich schon mal gesehen. Man sieht deine Brustnippel. Warte, ich kann den Trainingsbot fragen. Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Ich kann mit dem Bot sprechen. Lohn gegen Hernandez. Ich mache ein paar Anrufe. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste stecken. Aber er bewegt sich hin und her. Wo hat er den jetzt gefunden? Woher hast du den, Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt. Da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbot. Echtes Schnäppchen. Ein guter Turm hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Na denn. Dann machen wir einfach mal Bubu-Training hier. Füße bewegen und den Kopf auf. Aha. Soll ich den jetzt kontern? Ich muss das mit dem Nahkampf echt nochmal lernen, ne? Der Bot darf bestimmt. Oh, der Armbot. Ich kann Kämpfe arrangieren. Und er? Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Also siehst du, jetzt wo ich nun sehe, was kann ich mir kaufen? Was kaufst du hier? Alles nur vom Besten. Er verkauft Sachen. Was mir so auffällt, er ist natürlich, ne? Er hat glaube ich, kein einziges Cyberware drin, ne? Coach Holder, den Schaden um 7. Achso, das ist ein Waffenmod jetzt, ne? Na gut, ich möchte jetzt. Aber die Dunk-Waffen machen, oder? Ganz schön viel Schaden. Junk verkaufen, habe ich schon welchen gewonnen? Oh ja, 27, wow. Diese Kämpfe? Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Na toll. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Kämpft ihr denn mit Gasmaske? Klingt fair. Naja gut, er vermittelt das ja, ne? Das ist ja schon fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Ist ja fast wie bei Witcher hier. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaub an dich, wie.
Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Yay. Ach, jetzt hätte ich mich setzen können, mit ihm zu reden. Keine Sorge. Hier liegt da noch was am Tisch, warte mal. Tick. Dr. Chaos und Radon, was ist das denn jetzt wieder? Kann ich mir eigentlich angucken. Na gut. Oh, der arme Bot, der liegt immer noch da. Oh. Aha. Streifenpolizist. Patrouille. Aha. Ja, die wissen das bestimmt nicht zu schätzen, wenn ich hier einschreite, oder? Immer passiert irgendwas. Was soll das werden, Chumba? Ja, sorry. Ich stand eigentlich weit genug weg, ne? Na, Jüdi. Dann wollen wir uns mal mit Jackie treffen. Aber beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.